So, jetzt bricht hier die Straße ab. Ja. Coole Geschichte. Das macht Spaß. Ja, so muss das. Im nächsten Leben werde ich Förster. Wenn man sehen würde, mit was für eine Kiste ich hier unterwegs bin. Oh, da vorne habe ich Autoverkehr. Glaubst du ja nicht. Voll befahren die Straße hier. Das ist irgendwas, weiß ich nicht. Nach 200 Metern nach rechts abbiegen, um auf Heidkruger Weg zu bleiben. Genau, rechts abbiegen musst du hier. Ist das ja Blödsinn machst. Rechts, immer schön rechts fahren. Immer schön rechts fahren, ja. Genauso muss das. Nach rechts abbiegen, um auf Heidkruger Weg zu bleiben. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Heidkruger Weg. Soll ich dir was sagen? Hier darfst du 100 fahren. Wenn du dich traust. Junge, Junge, Junge. Jetzt kommt der schon wieder. Rechts abbiegen auf Heidkruger Weg. Siehst du, der ist eben nicht rechts abgebogen. Siehst du, das kommt davon. So, mit Navi wäre das nicht passiert hier im Wald. Dem Straßenverlauf von Heidkruger Weg noch 2 Kilometer folgen. Voll Verkehr hier heute, wie auf der Autobahn. Geschichte. Im Dunkeln macht das ja richtig Spaß. Und wenn nicht so viel Verkehr hier ist. Das ist ja heute richtig Stress hier. Ach, wenn jemand sehen könnte, mit was ich hier unterwegs bin. Junge, Junge, Junge. Okay. Wenn ich bremse da vorne. Hier zählt nur Gas. Hier ist Gasland. Oder hieß das Grasland? Kann sein, dass ich das immer verwechsel. Ah, hier muss man links abbiegen. Links abbiegen. Das steht zwar nirgendwo, aber das wird schon richtig sein. Sieht gut aus. Ich bin noch auf meinem Truck. Google Maps sagt, genau hier kannst du 100 durchbrettern, alles richtig. Wo ist denn hier mein Auto abgebogen? Hat er sich verfahren von mir? Nee, der gibt noch Gas, richtig. Kann ich auch. Oh nee, das mache ich lieber nicht. Jetzt zerlege ich den Kasten hier. Hammerstraße. Naturstraße nenne ich sowas.
Das sind Naturstraßen. Normalerweise sind hier nur Grasfresser unterwegs. Vielleicht bin ich eigentlich auch ein Grasfresser. Ist ja auch Getreide. Ist ja auch Gras. Junge, Junge, Junge. Geile Geschichte, geile Geschichte. Und das mit dem Dienstwagen. Leck mich am Arsch. Jetzt kommt wieder die Turmstraße. Können wir den Film erstmal kurz abbrechen? Aua, 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 da gibt's mir. Ja, nochmal das letzte Stück hier. Ja, Rumpelratsch. So muss das. So, jetzt gehen wir hier auf die Turmstraße. Och, Junge, Junge, Junge. So. Ja, jetzt Turbo. Tri-Turbo. Tri-Turbo. Warp! Boah, der dreht wie ein Dyson-Staubsauger. Yeah! 100! 110! Psst! Jetzt nicht weiter kommentieren, wenn das die Polizei sieht. Ach du Scheiße! Uiuiuiuiui! Ui, ich hab grad mal auf den Tacho geguckt. Uiuiuiuiui! Da kommt ein Körbchen. Ach, guck, die Gänse sind auch schon da. Ich flieg schneller wie die Gans durch die Kurve, das sag ich dir. Oh ja, 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 Gas, 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 Gas. Ja, und ausbeschleunigen. Ja, okay. Nach 600 Metern links abbiegen auf Elbstraße. So, das ist hier, kann man einfach durchfahren, hier kommt nichts. Ich weiß nicht, warum die hier so Vorwärtsschilding gemacht haben. Nach 500 Metern nach rechts abbiegen, um auf Elbstraße zu bleiben. Hinterm Busch müssen wir rechts. Steht da auf Google Maps. Busch rechts. Da kommt der Busch. Nach rechts abbiegen, um auf Elbstraße zu bleiben. Ja. Und die Elbstraße ist eine Panzer-Elbstraße. Pass auf, ich zeig dir gleich warum. Das ist. Jetzt ist Panzer-Elbstraße. Nach 600 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Aber das muss man nicht glauben. Laut Google Maps muss ich jetzt gleich hier irgendwo links abbiegen. Nicht, dass ich mich hier noch verfahre im Busch. Guck dir das mal an. Guck dir das an. Ja, jetzt biegt man hier ab. Das steht zwar nirgendwo, aber das machen wir einfach. So, einarmiges Abbiegen. Ja, die Strecke ist richtig. Den Baum, da kenne ich. Und den auch. Und den da hinten. Ja, genau. Fast zu Hause. Fast zu Hause, Mädels. Ich komme. Achtung. Oh, der Stieg. Ist die Karre jetzt eingesaut? Hundertprozentig. Hier muss ich rein, hier muss ich rein. Hier ist nach Hause. Durch die schwarze Pfütze muss er gehen. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Das ist mein Zuhause. Das hinter dem Busch, nicht das große Haus. So. Piep.